Hallo und willkommen bei TechSam. In diesem Video zeige ich dir das Poco F3. Falls du mehr Informationen zum Handy haben willst, schau doch mal in der Beschreibung. Ich habe da alles verlinkt. Wenn du auch mein Review nicht verpassen möchtest, was die nächsten Tage online kommen wird, dann klick doch auf Like und abonniere meinen Kanal. Damit würdest du mir wirklich sehr helfen. Das Poco F3 kostet 349 Euro UVP. Mit ein bisschen Glück kriegt man es aber schon auch für 300 Euro. Da sehe ich es dann auch langfristig. Und wenn man sich dafür die Specs anschaut, dann ist das ein richtiger Preis-Leistungs-Kracher, den Xiaomi da wieder rausgehauen hat. Jetzt gucken wir aber mal in die Verpackung. Neben dem Handy kriegt man natürlich noch ordentlich Papierkram und das Ladekabel sowie den Netzstecker mitgeliefert. Ganz wichtig ist natürlich auch, die Packung wieder zuzumachen und sie danach wegzuschieben, damit wir uns das Handy ein bisschen genauer angucken können. Aber bevor es soweit ist, hier ist erstmal die Welcome Card. Kannst du dir mal durchlesen, falls du Bock hast. Hier haben wir die große Packung, was da wohl drin ist. Ja, Sticker oder was? Ja, schauen wir mal. Ja, ist tatsächlich so. Finde ich ja nicht schlecht. Dann haben wir hier den obligatorischen Papierkrempel. Hast du den hier schon mal durchgelesen? Ich noch nicht. Weiter geht's. Dann haben wir noch den Kopfhöreradapter. Das ist natürlich auch eine Seltenheit. Xiaomi liefert den aber immer mit. Das finde ich ganz nice. Und ein typisches TPU-Case in durchsichtig, damit man das Handy natürlich auch vor Stürzen schützen kann. Finde ich auch gut, dass die das da mit dazu packen. Hier ist das Kabel. Es ist ein USB-A auf USB-C-Kabel mit roten Highlights. Und hier haben wir das 33 Watt Netzteil, das das Handy in unter einer Stunde komplett auflädt. Das Poco F3 ist ein Preis-Leistungskracher, vor allem wegen dem Display und dem schnellen Prozessor. Ja, von hinten haben wir eine Glasrückseite, die sehr spiegelnd ist. Das Handy ist mit 6,67 Zoll groß und mit 196 Gramm auch ziemlich schwer. Hier habe ich nochmal das Case angelegt. Dadurch fühlt sich natürlich das Handy ein bisschen griffiger an. Das ist sehr gut. Rechts haben wir die Lauter-Leiser-Wippe sowie den Powerbutton, der den Fingerscanner beinhaltet. Und hier haben wir die Triple-Kamera auf der Rückseite. Hier siehst du mal ein paar Specs. Also das Highlight ist natürlich das AMOLED-Display mit 120 Hz sowie der Prozessor. Aber jetzt entsperren wir erstmal das Handy. Der Fingerscanner reagiert sehr schnell. Ich würde mal sagen, das ist eine 10 von 10 oder was meinst du? Die Gesichtsentsperrung habe ich natürlich auch getestet und die funktioniert auch super rasend schnell. Kommen wir mal zum Display und dem Sound. Das 120 Hz-Display ist standardmäßig nicht aktiviert, aber wenn du es machst, hast du ein viel flüssigeres Erlebnis. Stereo-Lautsprecher sind auch verbaut. Die habe ich jetzt hier mal getestet. Die klingen auch wirklich sehr gut für den Preis. Die Triple-Kamera ist das letzte Highlight. Der 48-Megapixel-Hauptsensor kann bis zu 10-fach digital ranzoomen. Videos gehen bis 4K30, dann sogar stabilisiert. Also hier ein paar Testbilder. Das sieht auf jeden Fall auf den ersten Eindruck sehr gut aus. Selbst die 10-fache Vergrößerung klappt. Und ich habe dann mit der Gcam sogar ein paar Vergleichsbilder gemacht. Dazu kommt auch nochmal ein Video online. Also, das Poco F3 macht einen sehr guten Ersteindruck. Gib mir doch ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du dann auch mein Review sowie das Gcam-Video nicht verpasst. Und jetzt kannst du dir nochmal hier mein Redmi Note 10 Pro Review angucken. Oder schau dir doch hier meinen Vergleich zwischen dem A52 und dem Note 10 Pro an.